Herzlich willkommen hier bei Mai Dresden. Wir treffen heute einen jungen Mann zum Sommerinterview und es ist der Mr. Sachsen, Philipp Schneider. Herzlich willkommen. Hallo. Da ist er. Hallo Philipp. Hallo. Ja, hallo. Ich bin Philipp, bin 21 Jahre alt, komme aus Dresden, wohne hier auch in Dresden, mache hier meine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Der Titel ist ja jetzt was ganz Besonderes für dich, oder ist das, nimmt man das einfach mal so mit als Mr. Sachsen? Ja klar, der Titel ist was Besonderes für mich. Ich habe den einmal privat, konnte ich den natürlich auch feiern, aber ich setze mich dafür natürlich auch ein, in der Öffentlichkeit versuche ein Zeichen zu setzen und engagiere mich auch in der AIDS-Hilfe. Was bedeutet für dich ganz persönlich der Titel Mr. Sachsen? Ja, ich nutze den Mr. Sachsen-Titel als Sprungbrett für weitere Veranstaltungen und Möglichkeiten, beispielsweise von der AIDS-Hilfe, dass ich dort als Gesicht diene und Präsenz zeige. Du hast gerade angesprochen, die AIDS-Hilfe. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Ist es dann immer noch so wichtig, über dieses Thema AIDS aufzuklären? Ja, natürlich. AIDS und HIV sind natürlich in Vergessenheit geraten. Und die Infektionen, die steigen natürlich auch hin. Ein Ziel ist es von der AIDS-Hilfe, dass wir bis 2020 die AIDS-Erkrankungen vermeiden wollen. Neuinfektionen gibt es immer noch, aber Erkrankungen halt vermeiden. Sag mal so, du bist ja jetzt kein gewöhnlich, ganz spezieller Mr. Sachsen zu sein. Das ist natürlich schon eine kleine Attraktion. Es wird natürlich eigentlich so der optimale Mann gesucht, der für die Frauenwelt natürlich zu haben ist. Das bin ich natürlich nicht. Ich bin auch von vornherein sehr offen an die Wahl rangegangen. Habe auch meine Homosexualität halt offen gezeigt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo gezeigt wurde halt, dass man noch anders sein kann und dass auch Homosexualität auch in Deutschland halt. Ich habe viele Leute hier in Dresden beobachtet, die mit dem Thema nicht so ganz so frei umgehen. Wie findest du das oder was würdest du anders machen oder was kann man den Menschen einfach mitgeben? Wie sind denn die anderen in Anführungszeichen Menschen? Oder gibt es überhaupt andere Menschen oder wie würdest du das definieren? Nee, andere Menschen gibt es natürlich nicht. Alle sind gleich und das ist auch gut so. Die Akzeptanz und Toleranz ist natürlich eine Frage, wie man sie auslegt. Also Deutschland ist schon ziemlich weit, würde ich sagen. Da gibt es noch andere Länder, wo mehr Aufklärungsarbeit nötig ist. Aber ich denke mal, auch mit der Zeit werden diese Abstände und diese Abneigung auch immer weniger. Wie siehst du das ganz speziell in Dresden mit diesem Thema? Ja, ich glaube, Dresden ist auch schon ziemlich weit entwickelt. Es gibt zwar hier und da noch ein paar Abneigungen und Diskriminierung und Stigmatisierung, aber an sich sind wir doch schon recht weit. Also ich habe es mal erlebt in der Dresdner Neustadt, da wurde ich auch mal böse angemacht, aber darüber kann man nur lachen. Ne? Weil du es gerade angesprochen hast, welche Anfeindungen gibt es denn da? Wird man da, kommen dann Sprüche oder muss man da eigentlich jetzt auch so ein bisschen Angst haben oder wie geht man eigentlich so mit dem Thema um? Ja, ja, ich habe bisher nur Pöbeleien mitbekommen oder beziehungsweise selbst erlebt. Es ist nicht schön, aber ich glaube, es ist noch ein Zeichen für, dass teilweise die Leute noch nicht diese Homosexualität akzeptieren und tolerieren. Wir sind im Schritt, dass wir teilweise gleichgestellt sind, auch mit der Ehe jetzt, aber die Akzeptanz und dass die Menschen es auch akzeptieren, ist halt einfach noch nicht da. Und da muss einfach auch gearbeitet werden. Du hast ja gerade angesprochen, da muss gearbeitet werden. Welche Art von Arbeit würde das dann sein? Oder was müsste man dann machen, um die Leute einfach dort nochmal mehr auf das Thema anzusprechen? Viel Aufklärung und Präventionsarbeit. Also man muss einfach den Leuten zeigen, dass Homosexualität nichts Schlimmes ist, beziehungsweise auch die anderen Sexualitäten, die es alles gibt. Ne? Und an sich einfach mit den Leuten normal umgehen und einfach zeigen, wir sind da. So, immer noch im Sommerinterview den Mr. Sachsen 2017, den Philipp Schneider. Philipp, wenn du zwei Wünsche, wenn du Wünsche frei hättest, was würdest du in Dresden, was würdest du in Deutschland ändern? Ja, auf alle Fälle, dass die Diskriminierung aufhört, die Anpöbelung und die Akzeptanz von allen Menschen, das ist mir auch wichtig, aber auch innerhalb der Szene, dass dort keine Anfeindungen kommen bezüglich irgendwelcher Menschengruppen. Welche Aufgaben stehen denn jetzt den Mr. Sachsen 2017, 2018 jetzt noch? Jetzt ist erstmal ein kleines Sommerloch, aber die CSD rufen jetzt alle und da werde ich natürlich vertreten sein.
fühlt man sich dann auf den CSDs und auf solchen Veranstaltungen wohler oder wie empfindest du solche Veranstaltungen? Ja, es sind natürlich Großveranstaltungen für uns, für die Szene. Ich finde es ein schöner Ort, wo man sich mal treffen kann, sich austauschen kann und für die gleichen Rechte halt kämpfen kann. Ich meine, es gibt ja noch viele Unterschiede zwischen homosexuell und heterosexuell und dafür setzen wir uns ja auch ein, in Form einer Demo. Was würdest du Menschen jetzt noch mit auf dem Weg geben als Mr. Sachsen? Ich würde auf alle Fälle raten, sich offen zu verhalten, seine Sexualität oder überhaupt sein Privatleben auch offen zu leben. Niemand soll sich vor irgendwas verstecken. Das ist einfach nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ich habe es genauso gemacht und hier und da gibt es ein paar Anpöbelungen, aber immer offen leben und ehrlich sein. So, Sommerinterview Mr. Sachsen, 16:17. Auf alle Fälle mag ich sehr die Altstadt. Die hat wirklich sehr schöne Orte, aber ich bin auch sehr gerne in der Neustadt unterwegs. Gerade dort gibt es auch schöne Lokale, wo man dort flanieren kann. Gerade hier die Boys Bar, ein Szene-Lokal, da bin ich sehr gerne. Hier gibt es gute Cocktails, wo man abends einfach mal nach der Arbeit entspannen kann. Wie entspannst du? Ja, ich gehe hier auch öfter mal weg. Also ich gehe wirklich gerne feiern, lebe mich dort aus, aber ich mache auch gerne mal einen ruhigen. Okay. Gibt es einen Lieblingsort direkt in Dresden so für dich, so ganz persönlich, wo du persönlich für dich Kraft tankst? Ich glaube, den gibt es hier gar nicht. Ich komme ja ursprünglich aus Brandenburg und da ist eigentlich meine Heimat und da habe ich mehr Verbindung. Hier sind es wirklich schöne Orte, hier kann man sich wirklich auch mal entspannen, aber meine Lieblingsorte sind, glaube ich, noch in Brandenburg. Seit wann bist du in Dresden? Ich bin seit 3 Jahren in Dresden aufgrund meiner Ausbildung. Ich absolviere, aber ich werde wahrscheinlich noch ein paar Jahre hier bleiben. Das bedeutet, wir verlieren den Mr. Sachsen 2017 irgendwann wieder nach Brandenburg oder könnt ihr ihn hier in Dresden, in Sachsen halten? Nee, also ich werde noch ein paar Jahre hier bleiben, auch fest dann arbeiten und dann mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Noch sind alle Wege offen. Alle Wege sind offen, du hast es gerade angesprochen. Wenn du jetzt unterwegs bist, wirst du erkannt als Person, als Privatperson oder eher als Mr. Sachsen? Also viele erkennen mich privat als auch öffentlich. Es ist immer so eine Sache, so eine Altmarktgalerie, da erkennen mich schon viele, weil ich auch viel in den Läden unterwegs bin und auch viele Kontakte geknüpft habe. Aber so auf der Straße bin ich auch froh, wenn ich mich mal nicht erkannt werde. Gibt es Anfragen für Selfies, wenn du unterwegs bist? Das ist ja so jetzt das ganz Moderne, nur schnell mal ein Selfie machen. Wir machen dann übrigens auch noch eins. Aber wie gehst du damit um? Gibt es solche Anfragen? Oder? Ja klar, gerade wenn ich die Schärpe um habe, erkennen mich natürlich auch alle. Und da bin ich auch völlig offen, jeder kann sein Bild haben. Kein Problem. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Mr. Sachsen 2017, Philipp Schneider. Danke.